Primus Präzisionstechnik ist seit 1996 Hersteller für kundenspezifische Motorgetriebeeinheiten. Unsere Antriebe finden sich insbesondere im Bereich der Automobilindustrie, im Bereich der Gebäudeautomation, aber auch in diversen Anwendungen im industriellen Maschinenbau. Innovation ist dabei eines der wichtigsten Kriterien, um am Ende des Tages den Unternehmenserfolg zu sichern. Das bedeutet, dass wir mit unseren Ingenieuren von der ersten Idee bis zum Prototyp, bis zur Qualifizierung, bis hin zum fertigen Serienprodukt alles in einer Hand bedienen können. Auslöser, Prozesse bei Primus zu automatisieren, im Speziellen mit der Unterstützung von Robotern, kam daher, dass wir gesehen haben, wir können unsere Qualität steigern und höhere Stückzahlen umsetzen. Bisher ist es bei uns bei vielen Produkten üblich, dass Zahnräder händisch gefettet werden, wobei hier ein Großteil des Fettes ungenutzt verloren geht. Und das Montieren der einzelnen Bauteile ist auch ein händischer Prozess. Das Ganze haben wir jetzt anhand des Roboters wesentlich vereinfacht. Der Roboter greift diese Räder, fettet sie, setzt sie ins Getriebe ein. Es ist halt auch oft vorgekommen, dass Teile auf den Boden gefallen sind und dass diese Sachen am Ende nicht mehr verwendet werden konnten. Bei dem Roboter passiert sowas nicht. Der Roboter, der greift die Teile, setzt sie zielsicher ein und dadurch wird natürlich auch der Ausschuss an der Stelle für uns minimiert. Vor unserem Roboterprojekt hatten wir gar keine Erfahrung mit Robotern. Bei der Zusammenstellung der Komponenten für die Roboterzelle haben wir festgestellt, dass wir mit einer klassischen Programmierung nicht mehr zurechtkommen und haben uns an der Stelle Softwareunterstützung mit ins Haus geholt. So ist der Kontakt zu Artiminds entstanden. Ich arbeite mit der Artiminds RPS und der dazugehörigen LAR-Analysesoftware. Die Artiminds RPS ist eine intuitive Oberfläche mit einer virtuellen Umgebung, um Roboter zu programmieren und Prozessabläufe visuell wie auch mit einfachen Mitteln aneinander zu ketten. Mit der Artiminds LAR kann man den gesamten Roboterprozess in Echtzeit überwachen. Ja, wir benutzen die LAR, um den Prozess des Roboters kontinuierlich im Blick zu haben, Fehler zu finden und diese dann auch auszumerzen und darüber hinaus auch den Roboterprozess zu verbessern und zu stabilisieren. Durch den Roboter haben wir in dem bestehenden Montageprozess mehr Stabilität und mehr Qualität erzielt. Hier kann man sehen, dass zuerst Wellen ins Gehäuse eingefügt werden und daraufhin werden dann drei verschiedene Zahnräder zuerst gefettet und dann eingefügt ins Getriebe, sodass dann hinterher der Teilprozess weitergeführt werden kann. Wir hatten mit der RPS Funktionen bekommen, die wir vorher nicht hatten und sehr, sehr schwierig waren umzusetzen, wie zum Beispiel das Fügen einer Welle in eine sehr, sehr enge Passung. Und da haben die Instrumente von Artiminds geholfen, das mit wenig Aufwand zu realisieren. Der Einsatz von Robotern ist in jedem Fall ein Wettbewerbsvorteil, den wir für uns nutzen. Dadurch sichern wir, dass unsere Teile gleichbleibend gefettet, dass die Qualität sichergestellt ist, dass jedes Bauteil auch so verbaut ist, wie es am Ende sein soll und wir keine Bauteile im Getriebe vergessen. Mithilfe der Roboterzelle konnten wir unsere Qualität immens steigern und unsere Ausschussquote auf nahezu null bringen. Mit dem Konzept der Roboterzellen haben wir die Möglichkeit, auf Kundenanforderungen, die wir bis jetzt noch gar nicht kennen, in Zukunft reagieren zu können. Die Flexibilität dieser Roboterzelle ist der Grundstein. Wir haben ein System entwickelt, was durch Umrüsten von heute auf morgen andere Produkte fertigen kann. Die Herausforderung war, viele einzelne Komponenten und Sensoren wie Kamera, Kraftmomentensensor und Motoren harmonisch in einen Prozess zu integrieren. Artiminds hat da auf ganzer Linie unterstützt und geholfen und man kann Artiminds empfehlen, weil es den Einstieg in Automatisierung und Robotik erleichtert und auch Firmen die Möglichkeit gibt, die sich bis jetzt nicht rantrauen, es zu versuchen. Ja, der Artiminds Support ist immer zur Stelle und hilft bei jeglichen Problemen und wir haben immer eine Lösung gefunden.
Mit der ATI-Mainz RPS haben wir den Vorteil, dass wir intuitiv programmieren können. Wir können Prozesse, die schon bestehen, leicht ändern und haben dabei eine hohe Stabilität des Prozesses. Ich möchte auf die ATI-Mainz RPS nicht verzichten, weil sie das Arbeiten mit Robotern erleichtert und auch komplizierte Prozesse realisierbar macht. Und daher möchte ich nicht mehr ohne programmieren.